befinden uns in Ratingen Tiefenburg in der Jägerhofstraße. Die Feuerwehr ist alarmiert worden mit dem Stichwort Kellerzimmer Wohnung. Auf der Anfahrt war bereits eine große Rauchwolke sichtbar und beim Eintreffen in die Straße haben die ersten Kräfte gesehen, dass das Gebäude, der Gebäudeanbau besser gesagt, nahezu im Vollbrand steht. Das Stichwort wurde dann nochmal erhöht auf Dachstuhlbrand, sodass in Summe 3 Löschzüge zum Einsatz gekommen sind und eine 2. Drehleiter. Und die Kräfte haben den Brand dann erfolgreich begrenzen können auf den Anbau von dem Hauptgebäude. Das gesamte Gebäude ist zum Glück leerstehend, sodass wir keine Personenschäden haben. Eine starke Rauchentwicklung war von Weitem erkennbar, die über dem Gebäude stand. Und die Flammen haben meterlang aus dem Gebäude geschlagen. Der primär eingetroffene Führungsdienst hatte die Sorge, dass die Flammen dann in dem Dachstuhl sich ins Hauptgebäude ausdehnen. In dem Rahmen der Nachlöscharbeit wurden die Dachpfannen des Hauptgebäudes teilweise abgehoben, um darunter Glutnester noch abzulöschen. Im Anbau ist eine Gasleitung beschädigt worden, die ist abgeschiebert worden. Und die Einsatzstelle wird dann im weiteren Verlauf an die Stadtwerke bezüglich der Gasversorgung und an die Polizei für die Brandermittlung übergeben. An Kräften eingesetzt wurden dann nach der Alarmstufenerhöhung in Summe 3 Löschzüge und eine 2. Drehleiter sowie der Rettungsdienst.